Willkommen zurück zu einer neuen düsteren Folge Banishers Ghost of New Eden. Freut mich, dass du da draußen wieder düster mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Weiter geht's, bewerten und kommentieren, um dieses Projekt hier zu unterstützen. Ich würde mich sehr über Kommentare freuen. So, sein Versteck muss irgendwo hier sein. Na, schauen wir uns mal ein bisschen um. Seid ihr hier? Lemmitation. Irgendwie ein cooler Name. Lemmitation. Hab ich noch nie gehört. Viele Menschen schreiben, ach, Kies, Lemmitation. Alter Name, ein Buch über Kräuterkunde. Verschiedene Werkzeuge, darunter ein Skalpell, ein Messer, ein Vergrößerungsglas und andere Gegenstände. Kräuter. Kunde ist etwas Schönes. Muss sie zerballern, ne? Ah, muss ich zerschießen, echt? Weil es so komisch geleuchtet hat. So geistermäßig. Corvus Corax. Kohlrabe oder gewöhnlicher Rabe. Allesfresser und ein großer Opportunist, je nach Ort und Jahreszeit. Aas, Insekten, Essensabfälle, Korn, Beeren, Obst, Eier und kleinere Tiere. Tierleichen. Schön. Dafür benötigen wir einen Schlüssel. 18. Mai 1692. Mein lieber Lemmy, wie immer hatte es mir große Freude bereitet, mich mit dir zu unterhalten. Dein Enthusiasmus und dein scharfer Verstand sind eine wahre Freude. Du erinnerst mich an mich selbst, als ich in deinem Alter war. So erpicht darauf, mehr über die größten Mysterien unserer Welt in Erfahrung zu bringen. Ja, aller Welten sogar. Ich wünsche nur, ich hätte noch länger bleiben können, aber ich muss nach Providence zurückkehren. Bis dahin möchte ich dir einige meiner Notizen hinterlassen, um deinen Durst für eine Weile zu stillen. Sie sind die bescheidenen Ergebnisse meiner Nachforschung, die ich über die Jahre mit viel Geduld sammeln konnte. Ich denke, wir können mit Sicherheit behaupten, dass wir nahezu nichts über das schreckliche Araul wissen, das nur in den allerwenigsten Schriftstücken überhaupt Erwähnung findet. Ist die mythologische Hölle, in die sich nur die Wagemutigsten vorgewagt haben und auch wieder zurückgekehrt sind, sind all diese beinahe schon in Vergessenheit geratenen Geschichten Teil einer verborgenen und vergessenen Wahrheit? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Doch eines sollst du wissen, mein lieber Lemmy. Du und ich, wir sind wie Orpheus, dazu bereit, das verbotene Gewässer zu überqueren, um die einzige Geliebte zurückzubringen, die uns wirklich etwas bedeutet. Wissen. Ah, diese unbekannten Lande zu kartografieren, die Schwelle zu durchschreiten und mutig durch die verbotene Wüste und eisigen Flüsse zu wandern, über die nur die wahnsinnigsten aller Poeten sich zu schreiben trauten. Zu sehen, was sich dahinter verbirgt und zurückzukehren, um weiter davon zu träumen. Welch Nervenkitzel, mein junger Freund, welch herres Ziel. Wäre ich doch nur jünger, so wie du, dann würde ich dich sofort auf dieser unbeschreiblichen Reise begleiten. Aber fürs Erste kann ich dir nur raten, vorsichtig zu sein. Ja, die Wand zwischen unserer Welt und der anderen Seite ist in New Eden dünner. Das muss allerdings nicht bedeuten, dass es einfacher sein wird, hinüberzugehen. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass es einige bereits dort versucht haben. Mickrige, schwarze Zauberer und erbärmliche Hexen. Vielleicht ist die Wand deswegen so dünn. Vielleicht wandeln die Toten deshalb dort so einfach in der Welt der Lebenden. Wer kann das schon mit Sicherheit sagen? Letzte Woche, als ich auf eigener Faust Untersuchungen angestrebt habe, konnte ich ohne Zweifel äußerst merkwürdige Schwingungen aus einer alten Mühle wahrnehmen, die sich an einer Klippe am Meer befindet. Ein ziemlich unheimlicher Ort, wenn du mich fragst. Solltest du weiter nach einer Möglichkeit suchen wollen, zum mystischen Araul zu gelangen, bevor wir uns wiedersehen, wäre das sicherlich ein guter Ort, damit zu beginnen. Triff jedoch unbedingt die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, mein lieber Junge. Mein altes Herz würde es nicht verkraften, einen weiteren, vielversprechenden und geschätzten Kollegen zu verlieren. Bis zu unserem nächsten Treffen rate ich dir, niemanden davon zu erzählen. Deine Freunde dort mögen vom
Herren gesegnet und liebenswerte Menschen seien, doch die meisten von ihnen würden dieses Wissen, das du und ich so freudig miteinander teilen, als etwas Böses betrachten. In ewiger Freundschaft, Etienne Roulet. Aralu, sagt dir das was? Überhaupt nichts. Er sprach von einer alten Mühle, wirkte unheimlich fasziniert davon. Eine Karte. Noch mehr Tierleichen. Die Schnitte sind sauber, fachmännisch ausgeführt. Hier ist Magie am Werk, wenn auch kaum wahrnehmbar. Kann sie mehr sehen? Ja, der Junge ist also geil auf Wissen über das Nichts Okkulte. Verdächtiges. Noch nicht. Denk dran, was wir bei Caleb... Dieser Ort ist noch faszinierender, als ich es mir je erträumt hätte. So viele unbeantwortete Fragen, die nur darauf warten, beantwortet zu werden. Monsieur Roulet hatte recht. Sicherlich hat die tragische Geschichte der alten Mühle einiges damit zu tun. Ich werde mich dorthin begeben. Dort kann ich ungestört meiner Arbeit nachgehen, fern von den Blicken meiner argwöhnischen und wissenschaftsfremden Nachbarn. Es gibt so viel zu tun. Watson gefunden haben. Vielleicht suchen wir nicht am richtigen Fleck. Wenn ich was verstecken wollte, würde ich es vielleicht in einer verlassenen Mühle lagern. Okay. Einen Weg zur Mühle suchen. Na, irrwisch infiziertes Unkraut. Armes Unkraut. Ja, aber da kann sie ja noch nichts machen. Da kann sie ja noch nichts machen. Achtung, aber das wird jetzt dieser bald Ort kommen. Ist mit Geisterschutzvorrichtungen versehen. Okay, ich kann sie nicht holen. Da ist Geisterschutz. Kann ich es wegshooten? Angeblich nein. Ich kann nicht, Drury. Warte, Moment. Das geht auch nicht auf. Die Schutzvorrichtung ist hier in dem Winkel. Also komme ich auch nicht ran. Ah. Wird das irgendwas? Ah, nicht wirklich. Ist das ein Rückweg? Die alte Mühle ist ja hier. Irgendwas hat mich im Griff. Geisterschutzvorrichtung. Ja. Das bringt mir aber auch nichts, oder? Da stürzt ja nicht drauf. Ah, nee. Das bringt mir auch nichts. Ich muss da irgendwie hoch. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Sie kann die Ranken nicht wegmachen. Wie komme ich hier rein? Nur von oben, oder was? Ha. Mysteriös. Tür lässt sich nicht öffnen. Hier ist nichts. Wenn ich da unten entlang gehe, komme ich ja nur... Warte mal. Okay, ich muss anscheinend da unten entlang. Ich muss da komplett rüber. Naja. Dann ergibt das Sinn. Wahrscheinlich gibt es da irgendwo eine Plattform, wo ich diesen Sprung aktivieren kann. Und dann schießt die uns rüber. Denke ich mal. Komme ich jetzt wo... anders raus? Ja, bin ich ja wieder unten. Finde einen Weg in die Mühle.
Wie funktioniert der Sprung hier? Hier schlägt sie aus. Okay, muss ich also wieder komplett raus aus dem Gebiet, oder was? Deswegen der Rückweg, ha? Huh? Ja, hier geht's nirgendwo hin. Ich muss wahrscheinlich wieder komplett raus aus dem Gebiet, rüber ins Dorf, mich dann rüberschießen. Ich hatte ganz kurz die Hoffnung, dass mir das irgendwie eine Plattform öffnet, aber hier ist nicht dieser Sprungpunkt, wo mich das Ganze überwinden kann. Das ist ziemlich doof. Das ist ziemlich doof. So, Red. Dann jumpen sie mal runter. Ich muss hier noch den Spot da finden. Wo ist der? Dann schießt mich das wahrscheinlich oben drauf. Dann springt er runter oder kann auch oben bleiben und zerschießt das Geisterding. Das muss irgendwo hier sein. Gibt es hier irgendwo einen Durchgang? Was ist das hier? Ich kann das Ding ziehen, aber warum? Gibt es auch keinen Durchgang. Kannst nur bis hier hinziehen. Ha. Huh. Hier sind ja auch überall die Verbanner, ne? Aber hier. Durch. Ey, ich check's nicht. Ich checke es echt nicht. Sehe ich irgendwas auf der Karte? Weil das wäre diese Ecke, wo ich drüber jumpen will. Ja, da gibt's keinen Weg, ne? Da gibt's keinen Weg. Hm. Da gibt's noch eine andere Richtung. Und zwar die hier. Na, im Endeffekt war das Spiel ja immer relativ straight. Das heißt also, lauf einfach geradeaus auf das obrige Ziel zu. Dann ist das der Rückweg, was wir da gesehen haben. Aber sie muss jetzt ja auch langsam die Fähigkeit bekommen, um diese Ranken zu vernichten. Weil die blockieren jetzt wirklich langsam auch alle wichtigen Punkte. Ich meine, ich komme der Sache näher. Waren wir hier schon? Ist das Richtung Friedhof? Das Ding haben wir runtergeschossen, genau. Das haben wir schon alles gehabt hier. Was, wer, wo, wie? Verstärkung! Beweg dich, Red. Bin dran. Alter, die verdammte Hexe hier. What? Das steckt da drin? Du kannst mich euch um Hilfe bitten. Autsch. Sind wir etwa wütend? Baller ihm die Fresse weg. Yes. Und der steckt in dem? Das ist ja voll die Inception hier. Da ist noch einer. Achtung, er ergreift gleich Besitz. Oh, oh, oh. Nein, das machst du nicht. Ich glaube, der kriegt's hin. Schmutz. Du solltest von dort verschwinden. Boom. Darf ich auch mitmachen? Klar doch. Warum eine Mühle? Sie liegt außerhalb des Dorfs.
Perfekt für seine Forschung. Perfekt, um Geheimnisse zu hüten. Er ist jedenfalls nicht zum Spaß hier, so viel steht fest. Okay, wenn die hier rumquatschen, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Und die Mühle ist weiter weg, als ich dachte. Ich dachte irgendwie, das wäre alles noch da hinten, eine alte Mühle. Na gut, dann müssen wir hier lang. Hier geht's zur alten Gammelmühle. Oh, Lemmy Wings. Was tust du nur da hinten mit okkulter, finsterer Magie? Ja, hier war ich auch mal. Stimmt. Wo ich dann gedacht habe, nee, lass mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Gebiet ist so groß, das wird noch für was anderes relevant. Was ist das denn? Nimm die Beine in die Hand. Alles gut. Ich hab's im Griff. Hexenstein. Ja, aber hier geht's ja runter. Ans Wasser, ans Meer. Geisterschutzvorrichtung. Denkst du, du kommst allein zurecht? Was hab ich für eine andere Wahl, hä? Huh? Ich stehe bereit. Das ist gut zu wissen. Pass auf, wir haben ihn wütend gemacht. Denn der ist richtig mad. Alter, ich liebe die Knarre. Die Knarre ist einfach eine richtig, richtig geile Waffe. Wie wenig Erfahrung die Gegner bringen. Also hochgrinden ist ja definitiv nicht möglich. Und irgendwie ist auch so die Anpassung des Levels so merkwürdig, ne? Was ist das denn? Eine geheime, verborgene Kiste. Was sich da wohl drin befindet? Bewacht von einem Soldaten. Hexenstein. Ich glaube, ich habe gehört, wie jemand eine Flinte gespannt hat. Er kann sich teleportieren. Aber nicht mit uns. Oh, schon wieder so ein Fat Boy Joe. Oh, jetzt ist er wütend. Ich glaube, der steckt fest. Ich glaube, ich habe den in die Ritze geprügelt. Bereit für den Einsatz. Nice. Silber gibt's hier. Warum stand sie da eben gerade rum? Was hat sie angestarrt? Hier ist nichts zu holen. Das ist doch Salzwasser. Wie kann das im Salzwasser wachsen? So eine Küstenkerze. Red, ich kann mich nicht mehr manifestieren. Hey, ich gerade konnte sie's doch. Wo ist hier denn noch ein... Huh. Geisterschutzvorrichtung. Du bist auf dich allein gestellt. Viel besser. So, bitteschön. Wir gehen auf Nummer sicher, denn sie ist schon echt verdammt nützlich. Schlüssel für ein Versteck. Wunderbar! Noch mehr Spaß! Bam! Kannst du hier echt nicht treffen? Nee. Der ist der King of Dodging. Boah. Guck mal, der ist Level 15. Was für ein Low-Bob ich einfach bin.
Was für ein Low-Bob ich einfach bin, ne? Achtung, dieser Ort ist mit Geisterschutzvorrichtungen versehen. Jetzt nicht mehr. Levitation macht mir ganz schön Schwierigkeiten. Ah, hier kommen gleich Gegner. 100%, wenn ich diese Kiste hier loote. War nicht mehr irgendwas Spannendes drin. Was ist das hier für einer? Standard Ghost. Boots. Willst du mich nicht um Hilfe bitten? What? Muss sie nicht alles können. Na, sie macht gegen Schäben einfach nicht so viel Damage wie er. Endlich Level 13. Ich glaube, das ist der Rückweg. Ich glaube nicht, dass ich hier hochkomme. Nee. Ich finde, das Spiel ist echt ein richtig, richtig hübsches Game, ne? Die See ist so viele wunderschöne Stellen. Der wer? Eine Seeschlange verschlingt 7 Wale allein zum Abendessen. Vor Kuba lebt auch so ein Monster. Wir nennen es Luska. Ist es groß? Groß genug, um eine Galeone in die Tiefe zu ziehen. Mit Tentakeln. Der alte Lustikus. Das klingt interessant, aber ich würde eher auf die große böse Schlange setzen. Wir nennen ihn Lustikus. Mit ganz vielen glitschigen Tentakeln erfreute das Weibsvolk an der Küste. Hier, das ist für dich. Wollte der gerade hier wieder jemanden übernehmen? Kann ich nicht einsammeln, weil du noch lebst. Verschwinde endlich. Verschwinde endlich, verpiss dich. Was uns dort oben wohl erwartet? Ein Tor zum mythischen Aralu. Was immer das ist. Und ansonsten? Furchtbare Tragödien, dunkle Machenschaften, kranke Geheimnisse. Nur so ein paar Vermutungen. Läuterungsöl. Hm. Schöner, frischer Läuterungssaft. Genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Cool, dass wir direkt den Schlüssel verwenden durften. Ja, Sachen, die verschlossen sind, da ist der heftige Kram drin, ne? Da ist der heftige Kram drin. Bibabubabub. Wer ist das denn? Der sieht noch so frisch aus. Lammy, bist du an diesem Mord mit involviert? Eine Seelenscherbe. Was gibt es hier? 2 Wege. Der sieht irgendwie so aus, als wäre er optional. Ich fühle den dunklen Fluch oder Zauber bereits, den wir gefunden haben. Wir müssen das Ritual finden, von dem Sika erzählt hat. Ich habe noch ihre Aufzeichnungen über die Lage der Hütte. Ah, das hätten wir auch unbedingt angehen müssen. Aber ich glaube, da können wir auch noch nicht hin, weil da auch irgendwas wieder war mit dem Nebel. Ne? War da nicht irgendwas mit dem Nebel? Red, ich kann mich nicht mehr manifestieren. Ich kann dir nicht helfen. Naja, aber wo ist denn hier Le Ban? Weil hier kann sie die Steine zerlegen. Das war schon mal nicht, ne?
Level 16. What? Die Leiche schießt gleich. Alter. Wow. Hilf mir, ich bin verletzt. Uff. Wow. Boah, böse. Nimm die Beine in die Hand. Ja, ich versuch's. Boah, was ist das für... Alter! Der ist ja richtig übel unterwegs hier, der Schütze, mit seinen komischen... Granaten, wo er den ganzen Boden auch noch mit verseuchen kann. Boah, was für eine fiese Kombo. Was ist für so ein Püppchen? Hier kann sie dann gleich wieder nicht... Wo ist das denn? Geisterschutzvorrichtungen. Ich kann mich hier nicht manifestieren. Leider sehe ich die Schutzvorrichtung nicht. Wow. Stirb, du Drecksau! Gib ihm. Ich fühle mich echt hart unterlevelt, aber ich wüsste nicht, wo ich... Leveln hätte tun können tun. Wo ist diese Schutzvorrichtung? Oh, ich wollte gar nicht X drücken. Geisterschutzvorrichtung. Du bist auf dich allein gestellt. Ich sehe sie nicht. Die ist ja irgendwo hier. Die muss ja irgendwo hier kleben. Da unten. Geisterschutzvorrichtungen. Ich brauche deine Hilfe. Ist das irgendwie verglitscht, verbuggt? Bin ich zu blöd? Achtung, dieser Ort ist mit Geisterschutzvorrichtungen versehen. Ist die Schutzvorrichtung da hinten dran? Was ist das für ein komisches Leuchten da unten? Geisterschutzvorrichtungen. Ich brauche deine Hilfe. Es wird wohl irgendwo hinten dran sein. Aber natürlich so, dass ich sie nicht sehen kann. Gut, gehen wir mal weiter. Geisterschutzvorrichtungen. Ich kann mich hier nicht manifestieren. Hier, die sehe ich. Die Geisterschutzvorrichtung wirkt nicht mehr. Nicht jetzt. Warum? Wo ist noch eine? Willst du alleine Spaß haben? Oh, Gumbo ist wieder da. Weich aus, wenn du kannst. Irgendwo da hinten ist eine Geisterschutzvorrichtung. Du kannst mich ruhig um Hilfe bitten. Jetzt brauche ich dich auch nicht. An die Arbeit, Verbanner. Okay, warum wird aber der schwächliche kleine Lemmy Wings nicht angegriffen? Da bist du. Da bin ich. Ich meine, wir werden hier voll zerpflückt und er... Alles cool. Da muss er richtig mächtig dann sein. Sein Vater denkt ja irgendwie, er ist ein gutherziger Trottel. Er muss ja richtig, richtig mächtig sein, der Kollege. Eppa. Hm.
Will mal kurz gucken, was das hier ist. Wahrscheinlich der Rückweg, oder? Fühlt sich rückwegmäßig an. Danke. Mal ganz kurz hier rein tippen. Danke. Jede Menge Loot. Ja, das sieht so ein bisschen nach Rückweg aus. Ja, da gab es da unten aber auch noch voll viel Kram. Karte. Ja, wir müssen irgendwann eh hier hin. Hier ist auch noch 1000 Zeugs. Aber dafür müssen wir erst diesen komischen Ritual-Tiegel oder was auch immer das sein soll, läutern. Dafür müssen wir erst Hexenläuterer Jackson finden. Die alte Mühle entdeckt. Wird ja auch langsam mal Zeit. Warum kann man das vernichten? Ich dachte ganz kurz, da könnte man jetzt irgendwie runtergucken und irgendwas zerschießen, aber... Da kannst du nicht runtergucken. Sieht verlassen aus. Ist er da wirklich drin? Da hat uns jemand ein Lagerfeuer hinterlassen. Der ist da wirklich drin. Der ist da wirklich drin. Irgendwas hat mich im Griff. Geisterschutzvorrichtung. Geisterschutzvorrichtung. Die Mühle am Meer. Ich kann mich jetzt wieder manifestieren. Noch irgendwo eine? Weiter geht's. Hallo? Ich denke, wir gehen nicht in diese Richtung. Hier oben sollte es einen Weg hochgeben. So viele unnötige Ecken. So, hier geht's also nach oben. Krauses Moos. Was nun? Hier geht's noch weiter nach oben, ne? Muss ich irgendwas wegschießen? Hier ist eine Seilwinde. Gehen wir mal rüber. Ah. Ne, da sind wir durch. Dann vielleicht außenrum. Gar nicht auffällig, ne? Er ballert hier durch die Gegend mit seiner Büchse. Oh, es wird schon niemand hören. Oh. Später müssen wir unten ein bisschen durchlooten. Nochmal so eine Seelenscherbe. Man findet auch super wenig Geld, finde ich. Was verbirgt sich in der Dunkelheit?
Komm raus, komm raus. Lemmy Wings. Ein Versuch, das Ritual der einfachen Wiedergeburt in gewöhnliches Englisch zu übersetzen. Lemmy hat wohl versucht, irgendein Ritual zu übersetzen. Nicht irgendein Ritual. Hier geht es um die einfache Wiedergeburt. Ah, niemand hat Lemmy wohl davor gewarnt, dass schmuddelige Wiedergeburtsrituale nicht risikofrei sind. Eins, Symbol, Zeichnung eines Hexensymbols ineffektiv. Mögliche Kombination mit einem anderen Symbol zur Verstärkung des Effekts. Zwei, Symbol, Zeichnung eines Dämonologisten-Symbols. Absoluter Fehlschlag. Drittens, Symbolzeichnung eines weiteren Dämonologisten-Symbols funktioniert aber Effekt schwach. Viertens, Symbolzeichnung des ersten und dritten Symbols zusammen in einem Kreis testen. Er hat die Lehre studiert. Hier wieder Etienne. Ich habe mich bezüglich des verborgenen Potenzials dieser Region nicht geirrt. Der Schleier zwischen dem Araul ist hier besonders dünn und kann demzufolge auch leicht durchtrennt werden. Die wahnsinnigen Ambitionen einiger dunkler Zauberer haben die schwache Wand nur noch weiter eingerissen. Arme Amateure, sie werden auf ewig leiden. Doch dank ihrer Bemühungen werde ich jede Menge über das Araul lernen können und das bewerkstelligen, woran alle anderen gescheitert sind. Ich habe Haskells Sohn um Hilfe gebeten, der im Gegensatz zu seinem Trottel von Vater Potenzial zeigt und mir deshalb von großem Nutzen sein kann. Gemeinsam können wir Großartiges erreichen. Dieser Roulet scheint mir gefährlich. Sein Lehrling scheint ihm direkt in den Untergang zu folgen. Abhandlung über kleine und große Bekräftigung von blablabla. Was versteckst du hier, Ausgeburt der Hölle? Ein Blick auf die Originalfassung zeigt, wie schlecht Lemmys Arbeit war. Kein Wunder, dass sein Ritual für Caleb bei diesem miesen Text so schief gegangen ist. Geisterschutz noch und mehr fertig. Geisterschutzvorrichtungen. Da wollte jemand besonders vorsichtig sein. Ich kann nicht länger warten. Vater mag seine Predigten halten und mit den Stadträten palavern, aber Worte werden diese Menschen nicht retten. Wir haben die Kraft und das Wissen zu handeln und nicht vor Angst, um unseren Ruf zu kauern. Doch Vater war sein Ruf schon immer wichtiger, sodass er schließlich sogar sein Handwerk aufgab und ich mir das Wissen im Geheimen aneignen musste. Welche Schande. Wenn mein Vater nicht gewilligt ist, zu handeln, dann werde ich es tun. Er spricht nicht gut über seinen Vater. Er hielt sich für etwas Besseres. Zu seiner Verteidigung. Das ist doch nicht sonderlich schwierig. Wir müssen ins oberste Stockwerk. Dort finden wir sicher etwas. Na dann. Okay. Red, komm her und schau dir das an. Moment, ich bin noch am Klauen. Amulett. Keine Kurbel. Großartig. Ja, aber was ist denn dann hier drüben? Ach, hier geht's nur wieder runter zur Kiste. Unspektakulär. Wahrscheinlich, wenn man die Kiste übersehen hat, dass man halt da die Gelegenheit nochmal greifen kann. Na gut, hier machen wir leider einen kleinen Break. Und sehen uns wieder. In der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss!